Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr sehen könnt, ich werde War Z Let's Playen oder auch War Z oder keine Ahnung, wie auch immer ihr das aussprechen mögt. Wir erstellen uns hier zuerst mal einen neuen Charakter. Ja, und wie nennen wir den? Wir nennen den einfach. Ihr könnt ja schon sehen, ich habe schon vier Charaktere. Die heißen alle was mit Wayland, einfach weil ich den Namen geil finde. Aber wir nennen den jetzt einfach mal Bob. Keine Ahnung. Bob Smith. So. Und nochmal. Ja. So. Ja, ein bisschen Bart. Das sieht cool aus, aber leider ist das zu offensichtlich. Also, das wird man schnell gesehen, wenn man so ein rotes Hemd anhat. Deswegen nehme ich das Grüne. Und hier so eine braune Hose. Man kann sich ja auch noch für echtes Geld sowas kaufen. Ja, die sehen alle ganz schick aus hier. Gut. Ach, jetzt ist das hier wieder. So, wollte ich das. Ach, der wird schon verwendet, der Name. James. Keine Ahnung. Oh mein Gott, mit Namen bin ich nicht gut. Probieren wir das mal hier. Ja, toll. Und der hier, geht der? Ja, das geht. So, wenn wir, also hier, also das ist mein höchst gelevelter Charakter, der 1395 Erfahrungspunkte, fast, also 279 Zombies getötet. Ja. So, die drei hier, sie sind alle mittelmäßig geskillt. Die haben ja noch nicht so viel. Gucke ich jetzt erstmal hier bei dem ins Inventar. Ach so, stimmt, wir haben ja standardmäßig eine Taschenlampe. Tja. Die lasse ich auf jeden Fall erstmal drin. Ich könnte mir jetzt hier eine Waffe nehmen. Will ich aber nicht machen. Weil ich. Ich nehme mir lieber hier so ein Messer mit. Masken habe ich auch jede Menge. Ja, alles gesammelt mit der Zeit. Also wie ihr auch sehen könnt, wenn wir jetzt hier mal auf den Marketplace klicken, ich habe hier kein echtes Geld investiert, alles selber gefarmt und so. 1921 Gold habe ich mittlerweile. Ich weiß nicht, ob man sich davon schon was kaufen könnte. Ich glaube. Ja, hier so ein weißes Gemlight. Ja, toll, ist ein bisschen sinnlos, oder? Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. So. Hier gibt es auch richtig geile Ausrüstungsgegenstände. Aber alle viel zu teuer. Würde ich sagen, laber ich nicht weiter drum rum. Wir klicken auf Play Game und dann suche ich mir hier einen Server. Tja, aber. Alter, sind die voll. Ich gehe am liebsten auf diese EU-Server, auf welche die nicht so voll sind. Ja, hier. Das sieht schon besser aus. Och, da nehme ich einfach mal, wo sind hier nicht so viele? Vier. Vielleicht noch eine glatte Zahl, dass man sich das merken kann. 140. Wohl, nee. Ich nehme hier 132. Und dann warten wir mal, dass es lädt. Ich weiß nicht, wie schnell der Ladebalken jetzt geht in der Aufnahme. Keine Ahnung. Aber das werden wir schon gleich mitkriegen. Ja, es dauert jetzt doch ganz schön lange. Die Server waren auch gerade alle unten. Also ich habe jetzt wesentlich 3 Stunden gewartet, ehe die Server wieder hochgefahren wurden. Da stand immer Login fehlgeschlagen. War ein bisschen doof, weil ich nicht wusste, ob ich vielleicht das Passwort falsch eingegeben hatte. Das wurde nicht richtig erklärt, warum das jetzt nicht startet. Das war ein bisschen komisch. Naja, jetzt geht's ja zum Glück. Und der Ladebalken ist gleich vollständig rot. Und ich freue mich total. Ich habe das Spiel erst seit circa einer Woche oder so. Ich habe das ganz schön gesuchtet. Ich glaube, 19 Spielstunden habe ich. Aber ich hatte ja auch ein bisschen Zeit jetzt. Ja, gucken wir mal.
ob es Tag ist, ob es Nacht ist. Ja, und es ist Tag. Wie spät? Schön. Früh um 6 ist doch eine super Zeit. Brauchen wir die Taschenlampe nicht, aber ich lasse die mal vorsichtshalber hier im Inventar. Lass mal gucken, wo wir überhaupt sind. Ja, super. Ich bin überhaupt nicht gerne in diesen großen Cities am Anfang. Vor allem, wenn man so schlecht ausgerüstet sind. Aber ist egal. Wir gehen trotzdem mal dahin. Nach. Moment. Campus City, genau. Hui hui. Das letzte Mal, als ich hier lang gegangen bin, ist mir ein Spieler entgegengekommen. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir friendly sind. Mal gucken. Ah ja, jetzt sind wir schon insgesamt 6 auf dem Server. Das geht relativ schnell. Und dann sprint ich mal. Ich bin von der Grafik sowas von begeistert bei WarZ. Oder WarZ, keine Ahnung. Ich könnte ja mal schreiben, wie ihr das ausspricht. Und dann sehen wir weiter. Ich habe keine Ahnung, warum mir gerade angezeigt wird, dass ich mit 18 FPS aufnehme. Ich hatte vorhin mal eine Testaufnahme gemacht, da hatte ich 30 durchgehend. Und jetzt steht hier 20, 21, 18. Und es läuft komplett flüssig. Das verstehe ich nicht. So. Ich kämpfe eigentlich am liebsten. Na gut, wenn ich Schusswaffen hat, Ego-Perspektive ist klar. Aber so mit Stichwaffen am liebsten in einer Third-Person-Sicht, weil man da einfach die Entfernung besser einschätzen kann. Und ich gerne so noch ein bisschen sehe, was rechts und links vor mir ist. Also neben mir ist. Warte mal. Das sieht doch aber aus wie. Ah, doch. Klar. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich glaube, hier war ich heute schon mal. Also nicht auf dem Server, aber hier. Campus City auf der Seite. Und wurde getötet. Hui hui. Eigentlich meide ich diese großen Städte immer. Ich gehe lieber in kleine Dörfer rein. Und suche mir da erstmal kleinen Loot zusammen, was man so alles immer braucht am Anfang zum Überleben. Nichts im Auto. Ist hier irgendwas? Ah, schade. Viele Zombies, ey. Muss ich mal gucken, dass ich mich hier irgendwie langsam nach und da. Da liegt was in dem Haus. So, die ist tot. Wasser. Juhu. Ah, das ist doof, dass die Zombies einen durch die Wände hören. Manchmal, obwohl die ja eigentlich nicht so gut hören können. Da ist einer. Ich mir zu. Alter, da ist noch einer. Jetzt ist der auch endlich gestorben. Da ist noch eine. Oh, Alter, wie die hier auf mich zukommen. Aber wir versuchen mal, uns hier weiter vorzukämpfen. Ich weiß aus Erfahrung, dass in diesem Haus, was über 4 oder 5 Etagen geht, kein Loot drin ist. Deswegen bin ich da jetzt erstmal gekonnt vorbeigegangen. Und gucke lieber, dass ich hier jetzt weiter in die Mitte komme. WTF!
Da steht aber richtig viel Zombies. Ja, geil. Oh, das ist ja richtig heftig. Naja, da kriegen wir am Anfang wenigstens ein bisschen Erfahrungspunkte. Können wir ein paar Sachen skillen, das ist ja auch nicht so verkehrt. So. Ah, da ist wieder ein Zombie. Scheiße. So. Oh je, oh je. Ich höre die Zombies schmatzen und keuchen und das ist ja... Huhuhu. Immer wenn mehrere auf mich zukommen, dann rast mein Herz und sackt in die Hose. Weil ich immer denke, jetzt gehe ich drauf. Ist mir schon oft passiert, dass ich dann kleine Lags hatte oder irgendwie, keine Ahnung, das Internet gespackt hat. Und ich mich rumteleportiert habe. Und dann wurde ich getötet von Zombies. Ich hoffe, dass ich jetzt überhaupt zum richtigen... ausgehe. Ich weiß gar nicht, welches hier das Haus war, wo man so guten Loot findet. Beziehungsweise wo ich auch selber schon guten Loot gefunden habe. Deswegen schnetzen wir uns hier einfach mal durch Campus City. Noch begeistert und erstaunt, dass ich immer noch 100% Leben habe. Das ist sehr selten. So. Nur stirb jetzt endlich. Oh. Ach. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. ETF, na gut. Und da, wo ich lang gehen wollte, da hinten auf der Straße, sind richtig viele Zombies gerade gewesen. Ach, komm her.